Guten Tag, wie geht's? Heute das Thema Kultur. Und was bedeutet dieses Wort? Das ist für mich sehr interessant. Was sind die Unterschiede zwischen Kulturen auf der Welt? Ein gutes Beispiel davon ist Essen. Also, was die Leute essen und wie die Leute essen. Zum Beispiel, normalerweise in Australien oder Amerika oder England isst man mit Messer und Gabel. In China isst man mit Essstäbchen, wie sagt man auf Deutsch? Was die Leute essen in manchen Ländern, isst man scharfes Essen, wie zum Beispiel in Thailand oder in Europa isst man viel Brot. Das ist sehr interessant, also wie die Leute essen und was ist. Und manche Kulturen sind gesünder als andere und das Essen ist gesünder als andere. Und zum Beispiel, was die Leute in Australien essen, ist nicht so gesund und in Amerika. Und auch, also zum Beispiel in Indien kann man kein Kuh essen, das ist verboten. Ein gutes Beispiel ist die Juden. Die Juden essen kein Schweinefleisch, das ist auch verboten. In manchen Kulturen essen die Leute Schlangen und Hunden. Und in Australien kann man Kängurus essen. Und es gibt einen großen Unterschied zwischen Kulturen, also mit Essen. Was noch? Ich glaube, die Religion in manchen Ländern, also in der Gesellschaft, spielt die Religion eine große Rolle. Es ist sehr wichtig. Und Kirche und Regierung sind zusammen. Die Regierung wird von der Kirche beeinflusst. Und es ist sehr wichtig, jeden Tag also in die Kirche zu gehen, zum Beispiel. Oder ja. Religion ist ein gutes Beispiel. Aber in Australien sind die Leute, also gehen die Leute nicht häufig in die Kirche zum Beispiel. Aber in anderen Ländern, sie sind mehr, also sie sind religiöser. Also Religion, Essen, so was die Leute denken, was sie machen. Ich glaube, es gibt viele Unterschiede, viele kleine Unterschiede zwischen diesen Kulturen. Aber ich glaube, viele Dinge sind die gleiche, zum Beispiel das Geld, Familie und Freunde, Liebe. Alle diese Dinge wollen alle Menschen, alle Leute wollen Liebe finden. Alle Leute wollen eine Familie oder Freunde haben. Das ist sehr wichtig, überall auf der Welt. Aber zum Beispiel, also alle wollen das, aber ich glaube, in manchen Ländern ist es sehr wichtig, zu verheiraten und jung zu verheiraten. In anderen Ländern ist es nicht so wichtig, zu verheiraten oder Kinder zu haben. Zum Beispiel, ich habe in China gelebt, also, und viele sind der Meinung, ja, es ist sehr wichtig, zu verheiraten und Kinder zu haben und viel Geld zu verdienen. Und ja, es ist sehr wichtig. Ja, ich glaube, alle Leute auf der Welt brauchen Liebe und Freundschaft. Wir alle brauchen das. Wir haben verschiedene Kulturen, aber wir alle sind Menschen. Alle Leute sind Menschen. Und ja, also wir brauchen Verbindungen mit anderen Leuten. Wir brauchen eine Familie oder wir brauchen eine Frau oder einen Mann oder einen Freund oder eine Freundin zum Beispiel. Und ich glaube, ich bin der Meinung, alle Menschen sind gute Menschen.
oder die meisten Menschen sind gute Menschen, aber sie denken anders und sie haben verschiedene Kulturen. Und zum Beispiel, ich bin in Australien geboren und aufgewachsen und ich bin australisch. Meine Eltern kommen aus Italien und wir haben verschiedene Kulturen. Und ja, es gibt viele Unterschiede, aber ich glaube, fast alle die Menschen auf der Welt wollen die gleichen Dinge, die wir alle wollen. Also Kultur. Was noch? Es gibt kleine Unterschiede. Ein gutes Beispiel ist auch, was in einem Land höflich oder unhöflich ist. Zum Beispiel Zeit, die Zeit. Wenn ich mit Freunden treffe, zum Beispiel treffen wir uns, also ich rufe dich an und ich sage dir, wir treffen uns heute um 7 Uhr, heute Abend. Und du sagst mir, ja, treffen wir uns um 7 Uhr. Aber du kommst spät, ich warte auf dich, ich habe 7 gesagt und du kommst um 8 Uhr oder 9 Uhr an. Das kann sehr unhöflich in manchen Ländern sein. Aber in anderen Ländern ist es nicht so unhöflich. Zum Beispiel in manchen Ländern. 6 bedeutet 8 Uhr, aber in anderen 7 Uhr bedeutet 7 Uhr. Und es ist sehr unhöflich, spät zu kommen, ohne etwas zu sagen. Und ich glaube, es gibt viele Unterschiede wie diese, und die sind klein, aber es gibt. Also. Ja, das sind die Unterschiede. Also, was habe ich gesagt? Ich habe Essen gesagt. Ich habe von der Religion gesprochen. Also, Religion ist wichtig in manchen Ländern und in anderen nicht. Das Geld ist wichtig in allen Ländern. Alle Leute wollen Geld. Alle Leute brauchen Geld. Alle Leute arbeiten und. Ja, das ist sehr wichtig, Geld zu verdienen. Wir wissen das schon. Und was noch? Essen, Geld, Freunde, Familie, also Kinder zu haben. Ja, das kommt darauf an. Aber dies sind die Unterschiede, meiner Meinung nach. Was denkt ihr? Vielen Dank.